Natürlich können die Akkorde in den Cellosuiten mit dem Rundbogen auch gebrochen oder arpeggiert werden, wenn dies aus künstlerischen Erwägungen heraus erwünscht ist. Ich werde später ein Beispiel dazu liefern. Der Bachbogen bietet aber die Möglichkeit, Akkorde als Akkorde erklingen zu lassen. Das Zusammenklingen aller Einzeltöne eines Akkords ist insbesondere dann von großer Wichtigkeit und von dramatischer Aussagekraft, wenn es sich um einen dissonanten Akkord handelt. Eine Dissonanz ist dann erst wirklich eine, wenn die sich reibenden Töne zusammen erklingen und dabei zusätzliche Interferenzen bilden. Wenn ich ihn breche, habe ich zuerst mal eine Konsonanz und dann eine Dissonanz. So habe ich auch die Dissonanz, nicht nur diese, sondern auch diese. Das ist eine Sekundreibung, die dann zusammen diesen Akkord bilden. Dissonanzen kann das menschliche Ohr nicht antizipieren. Und dazu ein berühmtes Beispiel. Das Thema der Chaconne. Gleich der zweite Akkord ist eine sehr starke Dissonanz. Es besteht aus den Noten. Also Der Hörer kann auch nicht voraushören, wie sich dieser Akkord auflösen wird. Die Dissonanz wird durch den Tritonus gebildet hier. Und der könnte sich theoretisch auflösen nach F-Dur. Das wäre in dem Fall dann zudem die Tonika. Oder er könnte sich nach D-Moll auflösen. Das wäre in dem Fall ein Trugschluss zur Tonika-Parallele. Sebastian Bach lässt diesem Spannungsakkord noch einen weiteren folgen, nämlich den Dominant-Z-Akkord. Wobei dessen Auflösung wieder zur Molltonika die unmittelbar erfolgt, wiederum nicht als Entspannung empfunden wird, als ja, Auflösung. Da die Oberstimme nicht nach D geführt wird, sondern zum F nach oben. Als nächster Akkord folgt überraschend die Tonika-Parallele. Der Hörer könnte sich aber auch fragen, ob wir immer hier noch die Tonika, die Molltonika haben, mit einem Vorhalt B im Bass, der sich zu A auflöst, also so. Die Bassnote bleibt und stattdessen wird die Oberstimme weitergeführt. Mit anderen Worten, eine so kantige Harmoniefolge, wie sie in der Chaconne aufgestellt wird, dafür ist der Rundbogen wie geschaffen.
ist die flexible H-Spannung auch für die zweistimmige Passage von Vorteil. Die Bogenhaare umfassen die beiden Seiten etwas, sodass also eine gleichmäßige und sichere Ansprache garantiert ist. Ein weiteres Beispiel für einen stark dissonanten Spannungsakkord in den Cello-Suiten findet sich in Takt 10 des Rabande in D-Moll. Dieser Akkord wird meines Wissens nie ausgeführt. Anders steht es mit Auflösungen, die erwartet werden können, aufgrund von Hörgewohnheiten. Da spielt es keine Rolle, ob die Töne des Schlussakkords